Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Wie ihr gesehen habt, habe ich mich vorhin fertig gemacht. Bin nämlich heute auf einem Event eingeladen. Es eröffnet irgendein neues Café oder so irgendwas. So genau weiß ich es gar nicht mehr. Ich habe leider vergessen. Hat aber auch vergessen, ne? Muss niesen. Auf jeden Fall bin ich hier mit Michelle. Sagst du Hi? Also hallo. Einfach nur anwesend. Ja, wir sind jetzt auf jeden Fall. Pief ist hier. Wo ist Pief? Ja, der weiß schon selber, der weicht doch selber aus. Er ist doch kein Baby mehr. Oh, ja, Kamera fließt. Vorsicht, das ist besser als Nachsicht. Oh. Ja, auf jeden Fall, wir zwei, wir fahren mal jetzt ins Donauzentrum. Das ist eine Shopping Mall in Wien für die Deutschen und euch, die jetzt nicht wissen, was das Donauzentrum ist. Da eröffnet irgendein Café und da werden wir euch mitnehmen. Habe da noch nicht mal eine Story gemacht. Ich war ja ein bisschen offline die letzten Tage. Habt ihr auch gesehen, dass keine YouTube-Videos kamen, zwei Tage lang, weil die Kinder so ultra krank waren. Also so richtig Augenentzündung, verschnupft, Antibiotikum, Ausschlag wegen Antibiotikum. Deswegen dem ersten. Also es war wirklich Horror. Horror. Dann hat die Luisa sich. Ist ihr wieder besser gegangen? Dann war Lara zu Hause. Also so ein richtiges Traum-Szenario zu Hause. Deswegen habe ich da ein bisschen offline gemacht, auch Instagram. Ich habe es aber nicht gepackt. So psychisch habe ich es nicht gepackt irgendwie. Es war einfach viel los. Leute, ihr werdet es uns nicht glauben. Ich und die Michelle sind seit einer halben Stunde hier im Donauzentrum. Und wir haben keinen Plan, wo dieses Opening dieses Cafés stattfindet. Es ist beim roten Eingang. Wir sind seit einer halben Stunde, spazieren wir hier rauf, runter, links, rechts und haben aber null Plan. Woher weißt du das? Haben die das gepostet? Also LNN hat es gepostet. Ja. In meiner E-Mail steht keine richtige Adresse und sonst nirgends habe ich, also in der Einladung stand nichts, in der E-Mail und die Michelle hat... Was? Ich habe Donauzentrum abgecheckt, Instagram-Seite, ich habe Donauzentrum, ja. Website abgecheckt, ich habe alles dank Michelle, dank Michelles detektivischen Kündissen, und wenn das überhaupt Deutsch ist, haben wir es jetzt gefunden. Das heißt, wir müssen, weil es so der bunte Eingang ist, ja, müssen auf die andere Seite gehen. Wir waren einmal hier, dann sind wir rüber, dann sind wir wieder zurück, hier nochmal die Runde gegangen, sind wir eine ganze Stunde zu spät, weil eine halbe Stunde wären wir so zu spät gekommen, müssen wir wieder rauf, oder? Leute, das ist so ultra lustig, das muss ich euch erzählen. Wir haben das Café gefunden und die... Und wir sind einfach eine Stunde zu früh da. Ich dachte, wir sind eine Stunde zu spät jetzt schon gekommen. Eigentlich sind wir zwei Stunden zu früh da, nur wir haben eine Stunde gebraucht. Stimmt! Wir sind eine halbe Stunde zu spät losgefahren und dann... Ich habe mich einfach in der Uhrzeit verlesen. Einfach richtig lost meines Lebens. Heute. Oh man. Ja, jetzt haben wir eine Stunde Zeit, jetzt essen wir hier schon was. So, weil wir hätten dort was essen können. Ja. Ich hatte die ganzen Rolltreppen sind kaputt. Das ist aber schon sehr lange so, diese eine Rolltreppe. Michelle kennt sich hier im Donauzentrum aus, besser als ich. Aber ich habe keinen Bock auf diese Nudeln. So, das, das sind ja nicht nur Nudeln. Ja. Du kannst auch ein Smartpack nehmen. Ja. Oder magst du einen Kaiserschmarrn für einen Nele? Da gibt es vielleicht glutenfreien Kaiserschmarrn. Die kostet 8 Euro eine. Ich schaue mir gerade nochmal meine Story an, die ich vorhin gepostet habe. Einfach so richtig lost. Wie kann man so lost sein? Und wir haben uns das für McDonald's geholt. Ja. Michelle lacht sich immer noch über mich ab. Ich verstehe nicht, wie man 5 pm wechseln kann. Mit 15 nämlich, gell? Ja, dir passiert das nie, ja? Kann eng. Ich auch. Ich weiß nicht, normalerweise passiert mir sowas nicht. Aber ja, kommt vor. Entspannt euch. Na gut, wir essen mal.
Leute, wir sind schon im Auto. Es war so cool dort. Vor allem, ich habe dort so ein paar alte Influencer-Freundinnen getroffen, die ich schon länger jetzt nicht mehr gesehen habe, weil ich jetzt länger nicht mehr auf so Events war. Und habe mich wirklich sehr gefreut, mit denen da zusammenzusitzen. Ich habe ein Goodie-Bag bekommen, beziehungsweise wir, dem Stellert auch eins. Und ich zeige euch, was drin ist. Es ist wirklich nicht krass viel, aber schon ist gut. Wenig und gut, sage ich mal. Also erstmals hier ein Gutschein für dieses Lokal, also diesen Restaurant L&N angesprochen. Ich vermute. Für 25 Euro, das gebe ich dann wahrscheinlich der Michelle, weil die ist oft hier. Kann dann mit ihrer Freundin hier essen gehen. Dann das. Ich glaube, das ist Seife, oder? Ja, ich glaube auch. Das ist ja keine Schoki, oder? Oder vielleicht Schoki? Nein, das ist keine Schoki, Mama. Das ist eine Seife, glaube ich. I don't know. Aber schaut süß aus. Das ist auch mit diesem Logo von dem Restaurant L&N. Und dann, schaut mal, sponsert bei Mac. Das ist eine andere Farbe als ich. Ach so? Ja. Können wir dann tauschen, wenn du... Mir das dir nicht gefällt. Also, auch die andere Farbe zeigen. Also ich habe von MAC Glow Play bekommen, das ist ein, what's this, Lip Balm. Das ist ein Lip Balm. Die Farbe heißt 463 Beyond. Ich habe 457 Favorite. Oha, du hast so eine, okay. Aber es ist eh Lip Balm, also das ist jetzt... Ja, aber das macht ja auch mit Farbe. Macht das auch mit Farbe. Kann man das sehen? Schaut so schön aus, so holographic. Oha, schaut mal. Oh. Magst du tauschen? Please, tauschen wir? Ja, ja. Und du magst tauschen? Ja. Okay, sehen. Das macht doch gar keine Farbe. Ey, du das noch nicht mischen. Doch, das macht sicher Farbe. Gibst du mir, weil ich habe hellere Lippen. Gut, ich habe mit Michelle getauscht. So geht das. Wenn man mit seiner kleinen Tochter beste Freundin ist, dann tauscht man mal Farbe. Wie heißt diese Farbe jetzt? Diese Favorite. Favorite. So. Aber das Pink schaut auch schön aus, oder? Ja. Es ist, wann trage ich sowas? Ich bin auch matt. Einfach dieses. Ja. Das kann ich auch irgendwann mal, wenn ich... Oder ich trage es. Ist so schlimm, schaut es nicht aus. Also es ist nicht so krass. Also es ist nicht so krass pink. Ja. So, jetzt fahren wir nach Hause. Kann ich mal etwas Schreib dir hier hingeben? Denn wisst ihr was? Ich muss ganz übel auf Toilette. Also ganz, ganz übel. Kennt ihr das? Ja? Wenn man nach Hause muss, weil man ganz übel auf Toilette muss. So geht's uns gerade. Also let's go! Wir stehen hier im Badezimmer, wie man unschwer erkennen kann. Ich zeige euch auch gleich warum. Denn wir sind nach Hause angekommen. Achso, ja, okay. Schwachsinnig, dass ich jetzt die Kamera gedreht habe, egal. Wir sind zu Hause angekommen und dann habe ich gesehen, dass ein Amazon-Paket endlich angekommen ist. Das habe ich vor 2 Tagen oder so bestellt, für den Philipp nämlich. Und zwar, look at this. Ich habe ihm so ein, das erkennt man hier nicht so gut. Warte, ich zeige euch gleich, wo das in Anwendung kommt. Nämlich hier. Da ist ein Taschentuch. Und zwar ist es so ein Ding für die Toilette. Der Philipp hat leider immer noch eine Windel. Der will das noch nicht sich abgewöhnen. Das ist richtig anstrengend. Und ich habe jetzt das hier gekauft. Hat bei der Luisa damals wirklich sehr viel gebracht. Kann mich sehr gut daran erinnern. Mit diesem Gerät war sie dann total selbstständig und hat sich mega gefreut. Und das Coole bei dem ist, dass man, wenn man es gerade nicht verwendet, dass man es so hinstellen kann und dass man hier sitzen kann. Und die Kinder sitzen halt immer hier in der Früh beim Zähneputzen. Also mal schauen, wie das dann läuft. Ja, so viel dazu. Ich muss mich jetzt noch abschminken. Kinder sind noch ein bisschen krank. Also der Philipp auf jeden Fall, der geht morgen noch nicht in den Kindergarten. Das habe ich jetzt beschlossen. Die anderen zwei so gehen ja schon. Die Luisa geht schon seit dieser Woche in die Schule. Die Lara nicht, aber die Lara geht ab morgen. Ja, viel habt ihr von meinem Alltag heute auch nicht gesehen, ne? Bin ja gar nicht dazu gekommen irgendwie. Ja, irgendwie nervt mich die Michelle, dass sie da steht. Deswegen muss ich mich kurz um das kümmern. Ja, okay. Jetzt mit den Kindern noch in der Küche. Soll ich die auch schneiden? Oder soll ich die beißen? Okay. Wieso könnte man die nicht schneiden, Lara? Die Luisa hat sich einen Obstteller gewünscht zum Abendessen. Sieht sie schön. Pass auf, die rollt davon. Willst du auch noch irgendwas, Lara? Lara ist immer noch krank. Wir haben beschlossen, sie doch noch einen Tag zu Hause zu. Pass auf, ja. Ja, die Luisa ist schon wieder gesund, aber die Lara, glaubt, läuft die ganze Woche. Ja, Philipp bleibt auch noch zu Hause. Leider ist seine Augenentzündung nicht besser geworden. Deswegen filme ich ihn auch gar nicht, zeige ich noch gar nicht. Das ist nix mit den kleinen kranken Mäusen. Das tut weh. Sein Wackelzahn, gell? Darf ich ihn rausholen? Was? Ich bin bei uns in der Familie die Zahnrausholerin, gell? Soll ich ihn rausholen? Darf ich mal schauen? Na, so schlimm ist der noch nicht. Der geht noch. Ja, meine Lieben, ich werde jetzt auch gleich mich vom Vlog verabschieden. Ich muss mir noch abschminken, wie ihr seht. Und, sauer, gell? Und dann gehe ich auch mit den Kleinen dann ins Bett. Ich bin echt wirklich müde. Dann gibt es natürlich auch ein Bye-Bye.